Hallo und willkommen zum nächsten Unboxing hier bei der Grünen Horde. Heute mit der Xelosian Empire Patrol Fleet. Ihr seht im Hintergrund die Fregattenbox und auch den Dreadnought. Die gibt es dann nächste Woche oder im Laufe der Woche. Hier sind jetzt die Xelosians. Auf dem Bild Battleship, 4 Kreuzer, 5 Fregatten, ja, 5 sind es. Schöne Schiffe, ich weiß noch nicht, ob ich so ein ähnliches Schema mache. Schaut ganz witzig aus. Wieso nicht mal das Schema malen, was sie vorgeben? Mache ich ja nicht ganz so oft, aber den irgendwie als, ja, so Vögel, wieso nicht? Was ist drin? Ein Battleship, Kindaku Class Battleship, 4 Tindaku Class Cruisers, das sind die hier, und dann 5 Shanri-Class-Fregatten. Noch die Tokens und das war's. Außerdem soll drin sein, steht aber hier nicht drauf, also stand im Internet, die Taskforce-Regeln für die ganze Flotte. Das ist für mich eigentlich das Wichtigste, wenn das wäre das erste große Schiff, Battleship und vielleicht auch der Dreadnought für Taskforce. Und ja, hier liegt was Taskforce-mäßiges, das verfügbar wäre. Das wäre doch eine coole Sache, oder? Dann müssten jetzt nur noch die großen Rassen auch mal ihre Regeln bekommen. Und irgendwann gibt es vielleicht auch mal deutsche Regeln. Wäre auch schön. Hier ist der Token. Da ist die zweite. Schick. Ja, die kann ich mir schon in so einem Farbschema vorstellen, wie Spartan das vorgegeben hat. Schicke Modelle. Hier in dem Fall kriegt man jetzt kleine Bases und große Bases. Das ist ja witzig. Hier sind genügend Bases drin, um die kleinen Schiffe wahlweise auf die normalen Bases, die wir von Armada kennen, das sind die 5 hier, oder die kleinen Bases aus Taskforce zu stellen. Was soll das jetzt bedeuten? Sollen die kleinen Fregatten in Armada wieder auf die Bases? Hier? Gut. Für die diese fest montieren, müssen sie sich entscheiden. Ich tue sie ja immer locker montieren und dann anstecken an dem Tag, im Moment, wo ich sie brauche. Schön ist auch, dass jetzt die Flightpacks verschiedene Längen haben und man die dann hier jetzt wirklich mischen kann. Einfach auseinanderbrechen. Fertig. Ich denke, ich werde die kleinen Bases in Armada spielen, zumindest in Freundschaftsspielen erlauben. Auch in unserem nächsten Turnier werde ich es wahrscheinlich erlauben. Darf natürlich die Spielerschaft auch mitreden. Aber grundsätzlich denke ich, wäre das ein Gewinn für das Spiel, wenn man da die kleinen Bases benutzen kann, die es ja auch in Dystopia schon lange genug gibt. Ja, das sind die Fregatten. Hier einmal einstecken. So schauen die aus. Schicke Schiffe. Und so ein Schema wie auf der Packung wird, glaube ich, ganz witzig ausschauen. Dann gibt es hier die Kreuzer als nächstes. Die Kreuzer haben hier eine kleine Aufnahme für einen Flugstandhalter. Den muss man da reinkleben. Hinten muss ein Triebwerk ran. Und das sind dann hier diese Teile. Da gibt es dann noch ein Dreieck, das wohin gehört. Das muss ich mir gleich noch anschauen. Ja, muss ich euch so zeigen. Hier am Angus ein schönes Schiff, da unten die Aufnahme. Schön detailliert. Jetzt schauen wir uns nochmal die hier an. Ja, da sind die 4 Aufnahmen dabei, 4 so kleine Metallteile, hinten einfach ankleben, ist der Teil erledigt und das Metallgitter kommt hier vorne rein, ganz eindeutig, passt da genau hin und wenn man dann genau hinschaut, sieht man das auch hier drin liegen, da drin liegt das Metallgitter. Gut, das große Schiff
besteht auch aus mehreren Teilen. Jo, das ist ein Motorblock hier. So. Da wird eingegossen, hinten die Motoren und hat dann sozusagen hier drei so gleiche Fronten, die man hier montiert. Kann man sich vorstellen. Und da kommt, da wo jetzt noch der Nippel ist, der dritte drauf. Und bei den kleinen Teilen hier, Flugstandaufnahme und nochmal das Gitter. Auch hier muss dann irgendwo dieses Gitter verbaut werden. Aber in dem Fall, das ist das gleiche Teil, sitzt das. Ich kann ja so eins nehmen. Hier. Und stabilisiert die drei Teile. Da sitzen allerdings drei Gitter drin. Das dritte kommt wohin? 1, 2, 3. Das eine ist klar, das. Ja, in dem Bereich. Hier vorne wahrscheinlich. Passt noch eins rein. Ja. Ja. Ja, und dann hat man ein großes Kindato Class Battleship erzeugt. Oh, schickes Modell. Ich frage mich, wie ich da drinnen dann bemalen soll. Ob ich die vorher bemale oder nachher. Gut, das ist ein Detail. Das wird sich zeigen. Ich würde hier wahrscheinlich sogar auf vorher bemalen tippen. Weil die Klebestellen ja doch relativ simpel sind. Ja? Zack, einfach hier zusammenkleben. Wenn man das vorher bemalt, kann man das eigentlich hier anbohren, auf den Stift setzen, so, zack, und dann bemalen. Oh. Und der Dreadnought, um hier schon mal zu zeigen, schaut zumindest in diesem Bereich ähnlich aus. Das ist dasselbe Teil, würde ich vermuten hier, was da liegt, mit einem anderen Heck, der dann hinten dran kommt. Schöne Schiffe. Gut, das war's für heute. Wie gesagt, die anderen kommen dann die Tage. Ach nein, hier, das Wichtigste, Regeln. Ja, was ist noch enthalten? Für Armada natürlich Karten, für Armada ein Battlelog, für Armada einmal die Tokens. Ja, da habe ich so ein oder zwei Packs von. Von den vielen Petrofleets, die ich so besitze, immer wieder. Hier kriegt man jetzt also die Regeln für die Schiffe. Auf der Seite sind das Battleship, die Cruiser und die Chandri-Class-Fregatten. Das ist also genau die Petrofleet. Und auf der anderen Seite findet man die Hulaka-Class-Dreadnought oder den. Der hat Beam-Corrosive-Weapons, 12 und 14 Würfel im nahen Reichband. Reichweite 15 Würfel im Effective und dann die Escort. Keine Bewaffnung in Task Force, nur eine Eskorte, Difficult Target, gibt 1 Point Defense und hat ein Schild. Ja, was heißt gibt? Sie können ja in dem Spiel nicht wirklich helfen. Ich frage mich, was die in dem Spiel wirklich Sinnvolles tun jetzt gerade, wenn ich das so sehe. Ich muss, glaube ich, nochmal die Regeln studieren an der Stelle. Das werde ich tun. Sonderregeln, hier keine, hier nur Difficult Target, hier keine. Als reine Maß, Beam Corrosive Schusswaffen, die kleineren nur Beam, also nicht Corrosive. Aber viele, viele Würfel hier auf dem Battleship, schon 15 im Effective Range Band und auch in dem Dreadnought auch 15. Ja, die wird man definitiv demnächst mal einsetzen. Bei nächster Gelegenheit muss es also ein Taskforce-Spiel geben. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.